Der einzige Grund, warum ich überlebt habe und leben wollte, war der Sport. Dieser Wille weiterzumachen, trotz all den Schwierigkeiten und dem, was ich hinter mir habe. Aso Yari war Profi-Bodybuilder im Iran. Bekannt im Land, für die WM qualifiziert. Seit gut einem Monat ist der 24-Jährige in Deutschland. Entkommen der Haft und Folter, geflüchtet vor dem Mullah-Regime. Es war sehr schwer für mich und mir ist Schlimmes widerfahren. Einige Male war sogar mein Leben in Gefahr. Trotz all der Vorkommnisse habe ich mir oft die Frage gestellt, ob ich dasselbe tun würde, wenn ich in der Situation wäre. Meine Antwort ist klar, ja, auf jeden Fall. Aso Yari kommt aus Javanrud, die iranisch-kurdische Stadt. Seit Mitte September 2022 gibt es im Land Proteste für Frauenrechte und den Sturz des Regimes. Protestieren ist im Iran eine Straftat. Yaris Protest, er hat zu der Zeit einen internationalen Wettbewerb verweigert. Als populärer Sportler ein Affront für die Regierung. Deswegen wurde er Anfang des Jahres zu Hause von nicht zuzuordnenden Regimekräften überfallen und entführt. Was mir durch den Kopf ging, war, will ich die Menschen, das Volk stolz machen oder das Regime? Mir war klar, dass ich meinen Wunsch, mein Ziel nicht erreichen werde und ich war bereit, auf meinen Wunsch zu verzichten. Mir war wichtig, dass ich dem Regime diesen Stolz nicht gewähre. Yari ist zu Besuch in Bremen. Er trifft Tore Scheck. Der FDP-Fraktionsvorsitzende hat immer wieder Yaris Freilassung gefordert, hat Anfang des Jahres die politische Patenschaft übernommen. Mit Erfolg. Geheim bleibt sein Aufenthaltsort, aus Sorge vor dem iranischen Regime. Die Menschen im Iran leiden jeden Tag weiterhin. Und deswegen sehe ich es auch als unsere Aufgabe, auch als meine Aufgabe, weiterhin auf das Schicksal der Menschen im Iran aufmerksam zu machen. Und mit der Patenschaft haben wir gezeigt, dass es eben doch möglich ist, mehr zu tun, als nur auf das Schicksal aufmerksam zu machen, sondern man kann auch tatsächlich Menschen helfen und sie in Sicherheit bringen. Und das ist uns gelungen. In Sicherheit, aber allein. Seine Familie musste er zurücklassen. Nach Hause würde Yari gerne, doch dort droht ihm erneut die Haft. Natürlich vermisse ich die Familie und es ist sehr schwierig, dass ich von ihnen getrennt bin. Und ich weiß nicht, wann ich sie wiedersehe. Aso Yaris Traum vom Weltmeistertitel lebt. Davon, sagt er, hält ihn nichts und niemand ab. Der Sport hat ihn stärker gemacht als je zuvor.